Es ist geschafft. Das Immobilienzentrum Sächsische Schweiz wurde am Wochenende feierlich eröffnet. Von der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Pirna auf der Gartenstraße sind es nur wenige Schritte bis in den neuen Immobilientreffpunkt der Region. Der ist ab sofort Anlaufpunkt für alle Fragen rund um das Thema Haus. Ich denke, dass es schon ein sehr bedeutender Schritt ist, dass es uns wichtig ist sozusagen, das war die Grundidee dieses Zentrums, dass wir an einem Ort aus einer Hand alles rund um die Immobilie anbieten und damit auch einen entsprechenden Kundenservice bieten und natürlich auch unser Geschäftsfeld erweitern. Das Immobilienzentrum Sächsische Schweiz ist ein Gemeinschaftsprojekt. Partner der Volksbank Pirna ist die GEFA Unternehmensgruppe. Der Immobilienspezialist ist bereits seit 16 Jahren am Markt. Ich glaube, es ist der Immobilienmarkt, der sich derzeit extrem im Wandel befindet, doch irgendwo eine neue Herausforderung bekommt. Und ich betrachte dieses Immobilienzentrum, nicht nur ich, sondern auch die Volksbank, nie als nur ein Immobilienbüro, das für sich wirkt, sondern das natürlich auch mit vielen Maklerkollegen und Ähnliches als Zentrale wirkt. Für das neue Immobilienzentrum wurde viel investiert. Das ehemalige Geschäft von Baby Martin auf der Gartenstraße wurde komplett umgebaut. Klare Linien, individuelle Beratungszonen. Das neu eröffnete Immobiliencenter verspricht die komplette Beratung aus einer Hand. Der Fokus unserer Arbeit hier wird sich auf alle Interessenten für Privatimmobilien richten. Das bedeutet der Privatkunde, der Gehaltsempfänger sowie auch der Selbstständige, der Handwerker, der für sich privat Wohneigentum schaffen und erwerben möchte. Aber ebenso auch die Personen unseres Landkreises, die Immobilien verkaufen wollen. Deswegen haben wir uns mit der GEFA Unternehmensgruppe einen sehr starken, sehr kompetenten Partner für die Sache gesucht. Und das ist so das Portfolio, was wir abdecken möchten hier. Das Interesse an der eigenen Immobilie wächst. Steigende Mieten, die Finanzkrise lassen viele Menschen über Wohneigentum nachdenken. Wie realistisch der Traum von den eigenen vier Wänden jedoch ist, auch darüber wird im Immobilienzentrum Sächsische Schweiz offen gesprochen. Denn zu jeder guten Immobilie gehört auch ein passendes Finanzierungskonzept. Es ist eben der Punkt, es ist auch nicht so einfach, eine Immobilie zu erwerben. Und wir wollen helfen, wirklich von der Auswahl der Immobilie über die Finanzierung, über die richtige Finanzierung bis hin zu den vertraglichen Gestaltungen auch zu helfen. Und das hier an einem Ort aus einer Hand. Und ich denke, das erspart auch viele Wege. Und das ist, denke ich mal, auch der entscheidende Vorteil für die Kunden. Das Immobilienzentrum Sächsische Schweiz befindet sich auf der Gartenstraße in Pirna.